Whoa, whoa, whoa. Oh, wow, ow. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautsprecher und ich begrüße euch wieder bei Red Dead Redemption 2. Jawohl, und wir haben ein neues Lager und hier ist einiges los. Hier wird es auf jeden Fall nicht langweilig und ich glaube, wir ziehen uns mal um, denn wir hatten lang genug diese Kleidung an. Vielleicht machen wir mal hier individuell. Schauen wir mal. So. Nehmen wir mal den Hut, okay. Machen wir, den wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten den hier, genau. So. Okay. Jetzt geht's nochmal raus. So. Mäntel. Nehmen wir auch einen anderen Mantel. So. Boah, weiß ich nicht. Das wäre da ganz gut. Der sieht ein bisschen verranzt aus. Soll ja, also wir sollen ja schon ein bisschen was hermachen. Der ist, glaube ich, ganz gut. Ja. So. Westen. Ja, glaube ich, bleiben wir bei dem. So. Oberteile. Achso. Nehmen wir, behalten das mal an. Hosen. Nehmen wir mal die dunklen, die Arbeitshosen. Ja. Die sind eigentlich ganz gut. Hosenträger brauchen wir eigentlich nicht. Ja, ich glaube, wir lassen es mal jetzt so. So, das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zum Leopold Strauss. Weil der hat bestimmt wieder ein paar Geldeintreibermissionen für uns. So, wir quatschen mal mit ihm. Herr Morgan. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on, then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Okay. So. Machen wir erstmal wieder unser Good evening, Arthur. Good evening. So. Ist das nicht unser Pferd? Oh, das ist unser Pferd. So. Gucken wir mal kurz auf der Karte, wo wir hin müssen. Also hier in Rhodes ist direkt was. Würde sagen, da gehen wir auch direkt hin. So. Dann reiten wir mal da lang. Direkt nach Rhodes. Strawberry ist wieder wahrscheinlich etwas weiter Ritt, aber mal gucken. Jetzt klappern wir erstmal Rhodes ab. So. Dutch ist auch in Rhodes, aber das machen wir dann erstmal später. Mit dem hier. Hä? Not a smart move to travel alone in these parts, especially looking like you. Ist da ein Problem mit mir? Don't want any trouble. Just passing through. You look like you might need a few smacks to set you straight. You're done. You're going down now. So. Zack.
I guess I was told. Was ein Depp. Legt er sich wirklich mit mir an? Boy. Yeah. So, okay. Uns hat auch niemand gesehen, siehst du mal. Umso besser ist das. So. Gut, in Rhodes müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Da dürfen wir auch nicht wie die Axt durch den Wald gehen, weil da wollen wir uns ja gut stellen. Also hoffen wir mal, dass das relativ gut klappt. So. Okay. Ich glaube, hier müssen wir hin. So. Dann gucken wir mal. Ist einer im Office? Aber wir müssen auf die andere Seite des Hauses. Ja. I ain't never gonna get the hang of this. Gwen Hughes, start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, come with me to the churchyard. Okay. And stay close. All right. Oh, this ain't right. I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, this, it ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Okay, können wir uns ein bisschen beeilen? Anscheinend nicht. Okay, you head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Leichenschändung. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them all, and I'll wait right around here. So. But don't get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Okay. Get down here. Move along. I was on my way anyway, thank you very much. No one got manners no more. Not even church folk. So. Die hätten wir verjagt. It's all clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this, exhumation. Okay. Dann halten wir mal Ausschau, wer geht denn auch jetzt noch auf den Kirchhof, Mensch? Sorry, church grounds are closed. Okay, it's good of you to be doing it out of hours, I guess. I'll come back in the morning. Genau, besser ist das. So. Grabt er jetzt auch schön da hinten? Ich will es eigentlich gar nicht sehen. Mann. Ich glaube, da kommen wieder zwei Herrschaften. So. Die bitten wir genauso. Hey,
Hey, look, we're closed for some, excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella, oof. Damn choir boy. Get the hell out of this churchyard! Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you! So, you gonna get it? Oh, that's tough. So, shit. Hope this hole's dug. Ja, schauen nach Quinn, genau. Schauen mal, ob der jetzt langsam mal fertig ist. Well, here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? Well, she had a brooch here. It looks like diamonds. Oh, man. Okay. Well, this'll do. Now get out of here before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. That's more than clear what I owe you. Oh Mann. So, jetzt gucken wir mal nach dem anderen Kopfgeld. Oh, das ist ganz. Oh Mann. Warte mal. Nehmen wir mal das anders da. Hier zur Postkutsche erstmal hin. Und von da aus, denke ich mal, kommen wir nach Strawberry. Weil ich will jetzt da echt nicht hinreiten. Das muss jetzt echt nicht sein. So. Fahren? Not right now. Sorry. Was? Das muss ich doch verarschen. Okay. Egal. Dann reiten wir das Stück halt. So. Hauptsache, wir haben das alles eingetrieben. Glaub's ja nicht. Oh. In die Ego-Perspektive wollte ich eigentlich nicht, aber egal. So. Auf geht's. So. Ja. So, wieder einen richtig langen Ritt vor uns, aber ich denke, wenn wir dann da sind, können wir auf jeden Fall die Postkutsche nehmen. Kapier nicht, der ist doch an der Kutsche. Warum hat er uns nicht nach Strawberry bringen können? Das verstehe ich nicht. Aber egal. Ich muss nicht alles verstehen. Reiten wir erstmal da lang und gucken, dass wir da auch unser Geld kriegen. Weiß, wir hätten hier auch noch genug Business, aber ist jetzt mal wurscht. Das soll uns jetzt mal nicht interessieren. Hauptsache, wir kriegen die Aufträge erledigt. Den einen haben wir ja schon gut gemacht. So. Von daher passt es ja. So. Wow, 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 au. Das hat weh getan. Das hat echt weh getan. Okay, boy. So. Let's go. Komm mal. Das Pferd müssen wir auch mal was geben. So. Okay, weiter geht's. So, wir müssen da wieder hoch. Ah, da kommen wir nicht hoch. Guck mal hier.
Alter Schwede. So. Jetzt aber. So. Die haben auch wieder Kopfgeld, aber das ist uns jetzt gerade mal egal. So. Gut. Wir sind bald da. Die Strecken ziehen sich immer enorm. Wie gesagt, wir hätten auch erstmal andere Sachen machen können, aber ich dachte, komm, wenn wir schon mal für Strauss wieder arbeiten, machen wir das direkt in einer Folge, sofern wir das hinbekommen. Je nachdem, wie lange jetzt der Ritt jetzt noch dauert. Von der Strawberry Road mal auf jeden Fall. Deswegen wäre es gut gewesen, wenn die Postkutsche uns hingefahren hätte. Aber egal. Bringt ja nichts. Er wollte nicht. War anscheinend schon zu spät. Egal. Müssen wir aber jedenfalls, wenn wir bis wir in Strawberry sind, können wir auf jeden Fall dann am Schluss wieder die Postkutsche nehmen. Aber ich glaube, wir sind auch nicht mehr allzu weit von Strawberry entfernt. Eigentlich wollten wir in diese Gegend gar nicht mehr zurück, aber naja, egal. Was man nicht alles macht. Für die Geldeintreibung. Okay, die kennen uns. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, fuck. So. Scheiße. Mach mal, jetzt mach mal kurz mal was. I shouldn't think you'd beat the O'Driscolls on this part. Oh, fuck. Die haben uns erschossen. Oh nein, das waren die Old Driscolls, die Drecksäcke. Wir wussten, dass es Ärger gibt, wenn wir wieder hierher kommen. Fuck. Hätten wir jetzt ein Gewehr gehabt, hätte es besser ausgesehen. Naja, egal. Egal. So. Ich hoffe, es hat uns jetzt nicht allzu weit. Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind. Wo ist unser Pferd jetzt eigentlich? Aber wenigstens ist noch in der Nähe, das ist gut. So, egal. So. Mal gucken. Ich hoffe, dass jetzt Strawberry nicht allzu weit weg ist von uns. Diese Drecksäcke. Naja, egal. So, hier ist wieder eine Station. Okay, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich, da sieht mir alles sehr vertraut aus, das Umland in Strawberry. So. Naja, dann könnten wir ja das doch noch gewuppt bekommen in dieser Folge. Wäre echt nice. Oh.
Au! Oh Gott. Geht's gleich wieder los. Na klasse. So, Mama. So. Hier ist noch einer. Achso, da ist er. Na komm schon. Wie gesagt. Oh nee. Schon wieder getroffen, mir halt. Was ist denn heute los? Brauchen einfach Gewehre, das bringt so nix. Scheiße. Mann. So. Da ist unser Pferd. Ob jetzt auf nur noch nach Strawberry und gut ist. So. Wir wollen mal gar nicht. Mama, so. Wieso was futtern? Hier ist Strawberry. Aber wir müssen hier lang. Weil er irgendwie oberhalb von Strawberry ist. Aber ich glaube, wir sind gleich da. Ja. Wir müssen ihn erstmal nur wieder finden. So, now with the Roams. Hier sein, oder? Ja. So. Went Holmes. I didn't expect to run into no one out here. Funny how far a man's debts will follow him. You got some money for me, boy? I seen your name in our ledger. You're with the German? Look, I got it for you. It's just, I don't got it yet. It's up in them hills. You panning for it? Hunting it. I tracked this cougar. It's rare. Lily white coat. The pelt will more and cover what I owe. If I'm skinning anything, I'm skinning you, boy. Please, I'm out of work. It's the only way you'll get paid. And all the hard work's already done. Fine. Move. Okay. Er soll uns zu diesem tollen Puma führen. Aber ich würde sagen, das war mir erst in der nächsten Episode. Wenn es dann wieder heißt Red Dead Redemption 2. Ich hoffe, dann seid ihr auch wieder mit dabei. Wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, könnt auch was in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.